der Ehrentag der Zahl Pi. Jedes Jahr am 14. März ist der Tag der Kreiszahl Pi. Wir erklären, was es mit diesem inoffiziellen Feiertag auf sich hat. Den Ehrentag der Zahl Pi feiern Mathematiker seit 1988 weltweit. Der 14. März wurde deshalb gewählt, weil er als kalendarische Ableitung der Zahl Pi zu verstehen ist. Die Zahl Pi hat einen gerundeten Wert von 3,14, was der amerikanischen Datumsangabe des 14. März entspricht. Der US-Amerikaner Larry Shaw rief den Tag ins Leben und feierte ihn erstmals 1988 im Exploratorium von San Francisco. Aber wie feiert man diesen Tag eigentlich? Traditionell werden an diesem Tag runde Kuchen oder Torten verzehrt. Grund dafür ist, dass Pi als Kreiszahl eine Referenz zu dem englischen Wort Pi, runder Kuchen, ist. Auf den kreisrunden Kuchen werden häufig so viele Nachkommastellen der Zahl wie möglich geschrieben. Wer es besonders genau nehmen möchte, feiert den Pi-Tag um 1:59:26, denn auf diese Weise können 5 weitere Nachkommastellen der Kreiszahl abgedeckt werden.